Hallo Unioner, ich bin Jamie Leveling. Ich beantworte. Das könnt ihr drin lassen, das ist lustig. Ne, ich beantworte eure Fragen und ja, los geht's. Die erste Frage von. Keine Ahnung, keinen Namen nicht lesen, schlecht geschrieben. Wie oft hast du das Mikrofon fallen gelassen? Null Mal. Ich habe es nur einmal falsch rum gefangen, aber sonst bin ich gut im Fangen. Dann die zweite Frage auf Instagram von Paul.4CKL. Okay. Erst Cornflakes oder Milch? Da bin ich ganz klar. Erst Cornflakes, dann die Milch. Frage Nummer 2. Kann ich den Namen wieder nicht lesen, sorry. Messi oder Ronaldo? Schwere Frage. Ich sag mal so, fußballerisch Messi. Aber so von der Arbeit und von der Einstellung würde ich Ronaldo sagen. Dritte Frage von Kai99. Was ist dein Lieblingsessen? Schwere Frage. Ich esse sehr viel und gerne. Muss kurz überlegen. Was mache ich denn gern? Ja, einfach Nudeln mit Pesto, obwohl ich noch viele andere Sachen gerne esse. Dann Frage Nummer 4. Kann ich wieder nicht lesen, den Namen, sorry. Traumgruppe für die Europa League. Natürlich, weil ich schon gerade gesagt habe, wenn Ronaldo bei Manchester United bleiben sollte, natürlich Manchester United. Ja, auch wegen dem Stadion und allem drum und dran. AS Rom würde ich auch gut finden. Einfach mal gegen den italienischen Gegner spielen. Und ja, dann noch irgendjemanden, den man weghauen kann. So. Nächste Frage auf YouTube. Von Unioner bis in den Tod. Auf was freust du dich bei Union am meisten? Die Heimspiele auf jeden Fall. Das will ich nochmal. Ich habe ja schon mit Fürth in der alten Försterei gespielt. Es war ein unglaubliches Erlebnis und ja, das würde ich gern noch 17 Mal am besten diese Saison oder öfter, ja doch 17 Mal erleben. Ja, dann die zweite Frage von Big Papa Doggy, schöner Name. Warum die 40? Die Frage habe ich schon oft gestellt bekommen. Es war meine erste Nummer, die ich in meinem im Profibereich bekommen habe und ja, jetzt will ich einfach mit der Nummer weitermachen. Soweit es geht. Nächste Frage von Schiffer 21. Mit Jeckel und Seguin sind gleich zwei Spieler aus Fürth zur Union gewechselt. Bist du auch deswegen zur Union gewechselt, weil du bereits Leute kennst? War jetzt kein Hauptgrund, wieso ich zur Union gegangen bin, aber ist natürlich gut, wenn man schon Leute kennt. Ja, mit Jeckel habe ich 2 Jahre zusammengespielt, mit Segu 3. Also kenne ich die schon relativ gut und sie mich auch. Und ja, für den Anfang ist auf jeden Fall wichtig, dass man schon Leute hat, mit denen man sich gut versteht. Ja, ich hoffe, ich konnte einige Fragen gut beantworten. Hat mich gefreut. Man sieht sich. Top.